Tja, meine Lieben, was soll ich sagen? Nach diesem Reinfall gestern, wieder mit der unterbrochenen Verbindung vom Netz, muss ich natürlich heute, ich habe gar keine andere Wahl, nachliefern. Das machen wir jetzt auch. Guck mal, wo ich bin. So, das ist euer Strandschwenk, den wir eigentlich hätten gestern wir liefern müssen. Heute holen wir das nach und so ein Zufall. Ich stehe genau am Wrack, das nicht mehr da ist. Also irgendjemand hat gestern mein Angebot angenommen und hat heute Morgen oder gestern Nachmittag das Wrack abgeholt. Das lag genau hier und nun ist es weg. Ja, das ist, wir sind übrigens genau vor der Ponderosa. Ein bisschen weiter links ist Oma und Opa. Ich stehe genau dazwischen. Und ja, ich wollte es einfach jetzt nicht versäumen, euch euren Strandschwenk nachzuliefern, wie sich das gehört, wie ihr das gewohnt seid. Da ist er. Wir haben immer noch Westwind, das hat sich immer noch nicht geändert, das seht ihr am Wasser. Das Wasser krisselt, aber nach außen. Eine ganz schwache Dünung schlägt an den Strand, wie man sieht. Ja. Und es ist sehr angenehm. Es ist ein bisschen, ich habe ein bisschen Wind im Rücken, darum habe ich auch eine Jacke an, aber es ist so um die 20 Grad. Ja, das lässt sich schon aushalten hier. Ja, schauen wir mal. Morgen soll es anders werden. Morgen sollen wir wieder einen auf den Dötz kriegen. Mal sehen, was sich da so entwickelt. Ja, meine Lieben, das war's. Ganz kurz und schmerzlos. Nachgeliefert, der Strandschwenk von gestern. Tut mir sehr leid, dass gestern ich auch keine Anzeige hatte, dass die Aufnahmen unterbrochen waren. Aber wie ich schon geschrieben habe, wir werden das wohl in Zukunft wieder so machen, dass wir es aufnehmen. Dann habt ihr auch ein vernünftiges, breites Bild. Wir filmen ja in diesem Fall, wenn wir es aufnehmen, in Widescreen. Und dann sieht man auch mehr. Dann hat man auch einfach mehr. Und das Bild ist nicht so unruhig oder was Andi dann geschrieben hat, so zittrig, wie auch immer. Also, in Zukunft, denke ich mal, kommt der Dachtag wieder als Aufzeichnung. Finde ich doppelt so schön, ist doppelt so breit. Und keine Fehler. Meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Auch hier ist Freitag, genau wie bei uns. Ab morgen auf die Couch, Kaffee trinken, lecker, lecker. Habt ihr noch Spekulatius, paar Spekulatius essen. Heute kommen übrigens die Heiligen Drei Könige an. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber sollte ich es schaffen, weil ich habe heute noch drei Termine jetzt gleich, dann bringe ich euch natürlich Bilder morgen. Also, macht es gut. Schöne Grüße nach Deutschland. Ciao.